Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie die Wasserverbrauchsgebühren ganz einfach boost. Und am Ende gibt es noch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Na dann buchen wir doch mal Wasserverbrauchsgebühren. Folgenden Geschäftsfall. Die Rechnung für die Wasserverbrauchsgebühren beträgt 160,50 Euro brutto. Und nun, bevor ich diesen Buchungssatz bilden kann, frage ich mich immer die vier selben Fragen, weil damit löse ich das Ganze am besten. Also, welche Konten sind dadurch betroffen? Klar, Wasserverbrauchsgebühren gehören in das Konto Gebühren. Wichtig. Also ist das Konto GEB betroffen. Dann, da das Ganze hier im Einkauf ist und auch hier Steuer anfällt, haben wir hier die Vorsteuer betroffen. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben wir, klar, weil das Ganze hier auf Rechnung kommt. Nun möchte ich eines erwähnen, und zwar Wasserverbrauchsgebühren gehört zu den Aufwendungen, die im Endeffekt nur 7% Steuersatz haben. Also wichtig, das sind hier nicht gerade 119%, weil das hier gerade brutto ist. Nein, wir sind ja bei 107%, weil 7% Steuer fällt nur auf Wasserverbrauchsgebühren an. Nun frage ich mich, okay, um was für Arten von Konten handelt es sich hierbei? Gebühren, Aufwandskonto, Vorsteuer, aktives Bestandskonto, Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung ist ein passives Bestandskonto. Siehst du auch auf deinem Kontenraum. Nun frage ich mich, wie verändern sich die Konten? Wir haben hier Aufwand für Wasserverbrauchsgebühren, also muss sich der Aufwand mehren. Vorsteuer mehrt sich, klar, weil sich der Aufwand mehrt und wir hier im Einkauf sind, in Anführungszeichen. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung, passives Bestandskonto, muss sich auch mehren, weil unsere Verbindlichkeiten gegenüber dieser Person, die uns diese Rechnung gestellt hat, steigt. Wir schulden jemandem Geld, bis wir die Rechnung bezahlen. Und nun weiß ich ganz genau, wo gebucht wird. Weil Gebühren ist ein Aufwandskonto und soll sich mehren. Wo mehrt sich ein Aufwandskonto? Auf der Sollseite. Vorsteuer, aktives Bestandskonto soll sich mehren. Wo mehrt sich ein aktives Bestandskonto? Auf der Sollseite. Und ein passives Bestandskonto, wie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, was sich mehren sollen, ist auf der Habenseite. Alles klar, ich habe alles für den Buchungssatz. Nun fehlt mir aber noch was. Ich habe hier nur den Bruttobetrag. Also muss ich erstmal runter auf Netto rechnen. Und das meinte ich eben. 160,50 Euro teile ich jetzt geteilt durch 107, weil wir 7% haben, mal 100 und dadurch habe ich meinen Nettobetrag, 150 Euro. Brutto minus Netto ist dann gleich die Steuer. Wunderbar. Und nun können wir das ganz charmant in unseren Buchungssatz eintragen. Gebühren 150 Euro, Vorsteuer 10,50 Euro und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist dann der Bruttobetrag von 160,50 Euro. Hier ist das Ganze nochmal in T-Konten eingetragen, falls du wissen willst, wie das ausschaut. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern, hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Und hier ist die versprochene Übungsaufgabe. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und bilde den Buchungssatz zu dem folgenden Geschäftsfall, weil die Lösung kommt jetzt. Also auch hier wieder Achtung, 7%. Also von Brutto auf Netto rechnen mit geteilt durch 107 mal 100, tschakka, Nettobetrag 220 Euro. Brutto minus Netto gleich Steuer. Und dann haben wir wieder Gebühren 220 Euro und Vorsteuer 15,40 Euro an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 235,40 Euro, weil auch das hier wieder auf Rechnung ist. Und nun ist die letzte Chance gekommen. Falls du es jetzt verstanden hast, vergiss bitte nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Natürlich würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und gerne kannst du meine Videos an deine Freunde weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!